Mist, Karant brauche ich aber eigentlich. Die Zapfen brauche ich auch. Das Alpafanleder könnte. Das war auch ziemlich selten. Das Morgenheu nicht. Deswegen lassen wir das mal fallen und nehmen dann hier. Das Gute an Karant ist nämlich, dass ich es essen kann. Ist ein, also ein Verbrauchsgegenstand. Und diese fünf Perlen wäre auch nicht verkehrt, wenn ich die. Wenn ich die recht schnell. Ich glaube, eine Perle war noch in dem Ort, wo mir die Königin geholfen hat. Schottermoos, nice. Wartet mal, wir hatten noch irgendwas, wo wir Schottermoos. Da, sehr gut. In Besitz. Dann können wir jetzt nämlich das hier ausrüsten. Und das hat zwei Rüstungen und das nur eine. Sehr cool, okay. Wie sieht's mit der Hose aus? Stofftuch und da brauche ich auch wieder Schottermoos. Aber Schottermoos kann ich hier noch ein bisschen einsammeln. Das ist gut. Ah ne, warte, das war ja hier. Fehlen mir immer noch zwei Schottermoos, aber das. Ja, finden wir dann ja unterwegs. Ich glaube, der lässt mich nicht weg. Oh, what? Dreierangriff? Ach, fuck, ey. Wir verteidigen erstmal. Greif an! Nein, da wollte ich gerade verteidigen, ey. Shit. Erstmal was essen. Oh nein, oh nein. Der hat uns nur einen Oberschenkel gebracht, ey. Gut. Weiter. Da hinten ist noch so einer. Wie weit sind wir? Ah, wir sind bald da. Okay. Mega die Kulisse, ne? Gerade so davon gekommen. Ja, aber echt, ey. Da habe ich wirklich ganz knapp überlebt. Was schwirrt denn da rum? Schottermoos. Schotter ist immer gut. Schnapper-Antennen. Da ist noch eine. Die verlieren die Antennen anscheinend doch einfach so. Aber mir fehlt immer noch. Mir fehlt immer noch von diesem. Wie heißen die Dinger? Habe ich die jetzt weggeworfen? Nee, ich habe die doch nicht weggeworfen. Hat er die gerade verbraucht? Oh nein. Ja, der hat meine beiden Großzapfen verbraucht. Verdammt, jetzt brauche ich wieder drei Stück. Na, mit ein bisschen Glück liegen die beieinander. Das sieht aber auch wieder verlassen aus, ne? Okay, das Heu brauchen wir nicht. Da können wir rüber über den Fluss. Ist das off? Oh, yes! Ich hätte nicht gedacht, dass wir ihn gerade finden. Das ist. Ich glaube. Ich weiß nicht, ob es Early Access ist. Ich glaube schon, dass es Early Access ist. Hey, Terra Banane. Sollte für die Hose jetzt reichen, oder? Guck ich gleich nochmal. Off, ich brauche. Ach du liebe Zeit. Also, erstens, ich bin nicht off, sondern Wes, der weitaus aktivere und weniger streng richtende Bruder von off. Zweitens, wer bist du denn? Du brauchst etwas und siehst merkwürdig aus. Ich heiße Hugh. Ich komme von den. Ah ja, diese Geschichten. Wirklich merkwürdig. Ich muss in eine Gruft hineinkommen. Wow, du redest bestimmt nicht um den heißen Brei herum. Aber davor liegt ein großer Trümmerhaufen. Dein Bruder hat mir schon mal bei der Trümmerbeseitigung geholfen, also dachte ich, ha, Off hat dir geholfen? Hätte nicht gedacht, dass ich das noch erleben würde. Kannst du mir dabei helfen, sie wegzuräumen? Na klar, aber nicht ohne Gegenleistung. Eine Hand wäscht die andere. Was muss ich tun? Du kannst mir helfen, einen Plan von mir und meinen Brüdern auszuführen. Es ist eine Art Experiment, und zwar eins,
das den Tauschhandel in diesem Gebiet gewaltig ankurbeln wird. Für diesen Plan brauchen wir natürlich ein paar Zutaten, bei denen es sich allesamt um Rollenabzeichen handelt. Was ist das? Du bist aber wirklich neu. Dabei hat man Abzeichen, die Dörfler in der Wildnis tragen. Diese Abzeichen haben sie von ihren Anführern für die Ausführung bestimmter Tätigkeiten in ihrem Zeitplan erhalten. Genau, da kommst du ins Spiel. Du musst sie denen abnehmen, die ihrer Arbeit nachgehen. Im Obergeschoss unseres Hauses findest du ein paar Geräte, die wir erfunden haben, um dir bei dieser Aufgabe zu helfen. Dort findest du auch ein paar Beispiele dafür, wie diese Tätigkeiten aussehen. Natürlich kannst du auf Gewalt zurückgreifen, aber es gibt auch andere Optionen, wie das Wunderkerzen, wie die Wunderkerzenfalle. Außerdem liegen auf der Insel inmitten der Überreste aller alter Dörfer tatsächlich auch einige Abzeichen herum. Du wirst das bestimmt auf die Reihe bekommen. Du siehst intelligenter aus, als es dein Geruch vermuten lässt. Ich stinke und bin dumm. Anscheinend. Wir sprechen uns bald. Okay. Das heißt, oben im Haus... Machen wir erstmal Kerzchen an hier. Wunderkerze, Wunderkerzenfalle, Idee, explosiver Stolperdraht, eine Idee für eine Falle. Sobald eine Kreatur in eine dieser Kampfgeräte tritt, wird dessen Effekt aktiviert. Okay. Das scheint Arbeitstrupps zu sein, die Wes erwähnt. Anscheinend fällt es sich hier so. Die Waffen tragen dickere Waffenröcke, die Sammler tragen leere Körbe. Die Körbe des Händlers sind jetzt viel voller. Einflussnehmer können starken Einfluss darauf haben, wie sich Dörfer und ihre Einwohner für eine bestimmte Zeit verhalten. Sie können Dörfer bei ihrem Kampf ums Überleben entweder unterstützen oder sabotieren. Diese Gegenstände werden aktiviert, sobald sie über Tauschgeschäfte oder Spenden in das Inventar eines Dorfs gelangen. Okay, also das mit den Dörfern ist anscheinend sehr, sehr wichtig. Und jetzt muss ich dem diese Abzeichen bringen. Okay. Sprich mich wieder an, wenn du die Waren hast. Okay. Ich glaube, dann gehen wir mal zurück, oder? Ja. Dann ist es ja nicht verkehrt, wenn ich hier unten bei dem Dorf wieder die, wenn ich denen wieder Sachen gebe, ne? So, und ich wollte gucken, ob es für die Hose reicht. Ne, mir fehlt noch Stofftuch. Stumpffels. Ah, ich muss viel Stumpffels sammeln. Was sagt mein Beutel? Ich habe noch Platz. Habe ich Stumpffels nicht noch weggeschmissen eben erst? So, wenn mir irgendjemand von euch sagen kann, wie ich die Markierung auflösen kann, das wäre N1. Ich kann nur Markierungen setzen. Aber man kann auch weiterlaufen, während man die Karte draußen hat. Vielleicht, wenn ich A drücke. Nee, dann schalte ich das nur durch. Mit B mache ich das zu. Okay. Ich gucke mich erstmal hier um. Da scheint noch ein Rätsel zu sein. Gucken wir mal, was passiert, wenn man das anschießt. Dann klappt sich das runter. Okay. Alles klar. So. Das rotiert wahrscheinlich. Das war knapp, ey. Das ist eine Art Rennen. Das ist eine Zielflagge, ne? Aber wo ist der Start? Oh, cool. Wir finden noch eine... Dann haben wir drei, ne? Ja. Dann haben wir drei. Ich laufe allerdings in die falsche Richtung...
Hier muss ich hin. Gehen wir mal hier runter. Was sind eigentlich deine Lieblingsspiele all time nach CS? Willst du, dass ich differenziere nach Singleplayer-Games oder eher nach auch nach E-Sport-Titeln oder Multiplayer-Spielen? Oh, was ist hier? Die sind aktuell neutral, Weichglas, Fluffei, Dünneisen und Rotbeere. So, das Coole ist, dass wir Dünneisen haben, ne? Noch irgendwas, Rosenbeere habe ich nicht, Weichglas habe ich glaube ich auch. Doch, Weichglas habe ich eins. Aber ich brauche das. Bevor ich das mache, Leute, gucke ich mal nach, ob ich das Dünneisen für meine Sachen brauche. Das nicht. Die Hose brauche ich das nicht, da brauche ich das nicht. Hier brauche ich das Weichglas. Für Weichglas selbst brauche ich aber nur Sandstein und Trockenton. Das dürfte ich eigentlich alles recht gut finden. Fettpflanze, okay. Den Stumpffels dafür. Aber das Dünneisen brauche ich nirgendwo, ne? Das ist ganz gut. Oh! Verdammt, ey. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich darf das nicht einfach machen, weil jetzt ist das Ding ganz oben, die Beziehung ganz oben, schlechter geworden, während ich das gemacht habe, weil ich anderen helfe. Ah, okay, beides. Also, neben Counter-Strike finde ich, bin ich ein großer Fan von Valorant, weil Counter-Strike ist mit einem Publisher, der sich sehr gut um die Community kümmert. Da bin ich bei Valve ja immer enttäuscht gewesen. Oh, was ist hier? Sprechen. Dies ist eine merkwürdige Markierung. Dieses Territorium ist unserer Spezies heilig. Wir werden immer versuchen, dieses Dorf zurückzaubern, da es unser Hauptdorf ist. Okay. Hauptdorf. Ich laufe aber auch die ganze Zeit falsch, Leute, ne? Das ist leider nur Marholz. Jo. Das Problem, das ich jetzt sehe, ist, dass ich entweder hier das Meer rausschwimme oder nochmal zurücklaufe. Wisst ihr was? Ich glaube, ich springe ins Wasser. Kann sein, dass ich sterbe. Aber das ist der schnellste Weg. Hui! Okay, er geht einfach direkt in die Schwimmanimation über. Ich weiß auch nicht, ob man schneller schwimmen kann. Genau, also Valorant, so als anderer E-Sport-Titel noch. Dann, wenn wir zu Singleplayer-Games gehen, was ist da hinten, ey? Wenn wir zu Singleplayer-Games gehen, würde ich sagen, ist die Half-Life-Reihe eins meiner Favorites. Die habe ich auch komplett durchgespielt. Gibt es auch jetzt fast komplett als Let's Play. Wir müssen irgendwann noch Half-Life Alyx auf dem Stream spielen. Das ich aber eigentlich schon gespielt habe, ne? Dann ist es, genau, lass mich mal überlegen, ey, so viele Games. Ich war sehr begeistert von The Witcher 3, aber ich habe die vorherigen Teile nicht gespielt. Und ansonsten Singleplayer-mäßig, was haben wir jetzt gespielt? Dishonored hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber Lieblingsspiele ist halt die Frage, ne? Lieblingsspiele. Also die Half-Life-Reihe steht bei mir halt wirklich ganz oben. Und genau, dann bin ich. Ich mag halt wirklich alle Indie-Games, so wie das hier, ne? Also, das ist. Indie-Games sind halt meistens mit sehr viel Liebe gestaltet. Ich hoffe, man kann sich noch ein Boot bauen oder finden. Ja. Vielleicht kann man hier durch den Wasserfall. Ey, what? Habt ihr das gesehen? Und hoch! An der Physik müssen sie noch ein bisschen arbeiten. Wir können uns ja mal die Höhle hier angucken. Ja, in nächster Zeit will ich halt auf dem Stream auch mehr Games spielen. Also mehr Singleplay-Games spielen. Oh, cool. Nice, da wird die vierte Kugel. Was ist das?
Sauber. Dann fehlt uns nur noch eine Kugel, um zu Grove zu gehen. Red Dead 2 gespielt? Weder Red Dead Redemption 1 noch Red Dead Redemption 2. Sancho Number One. Was sehr schade ist, weil ich über die Games hat man wirklich nur Gutes gelesen.